100 Kilometer in unter 24 Stunden zu Fuß. Fuck, das wird eine knappe Nummer. Riesige Rotte Wildschweine. Ist mittlerweile auf jeden Fall ein mentaler Kampf. Jeder Schritt ist quasi, wie wenn mir jemand so in die Kniekehlen hinten Messer reinhaut. Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen kleinen Abenteuer auf meinem Kanal. Diesmal ohne Fahrrad. Denn ich gehe, beziehungsweise habe ich mir vorgenommen, 100 Kilometer in unter 24 Stunden zu Fuß. Und wer mich so ein bisschen verfolgt, weiß, ich mache zwar viel draußen und noch viel mehr mit dem Fahrrad, aber ich gehe weder joggen, noch bin ich jemand, der regelmäßig große Wanderungen macht. Einzige, was ich zu Fuß mache, ist ja, mit meinen beiden Hunden das typische Gassi am Tag gehen. Wieso habe ich Bock da drauf? Ich habe mir einfach überlegt, hey, ich habe irgendwie Bock auf eine neue Herausforderung. Irgendwas, was ich noch nicht gemacht habe, wo ich mich null mit auskenne. Und das mache ich jetzt einfach mal. Heute nachts um 12 geht's los. Und dann muss ich bis um 12 Uhr die 100 Kilometer geschafft haben. Ansonsten erkläre ich euch jetzt mal, wie ich mich darauf vorbereitet habe. Also vorbereitet habe ich mich null auf die ganze Sache. Das heißt, ich gehe einfach jetzt mal davon aus, ich weiß, dass ich viel Sport mache, dass ich fit bin und das schaffe, weil ich halt Bock drauf habe. Im Januar hatte ich die Idee, das Ganze zu machen und da ging es aber noch nicht, da hatte ich eine Fußverletzung, es hat einfach nicht geklappt und da habe ich dem Fritz Meinecke geschrieben und meinte, hey, ich habe irgendwo mal aufgeschnappt, du hast mal so einen 100-Kilometer-Marsch gemacht, wie lange hast du gebraucht? Da kam die Antwort, habe ich gar nicht geschafft. Und dann dachte ich so, boah krass, ich war mit dem Fritz ja schon mal auf einer längeren Tour, also auf einer Fahrradtour unterwegs, da sind wir von Köln nach Hannover gefahren und ich weiß, dass der Fritz halt ein Beißer ist, ne? Also der ist fit und mental einfach am Start, also ich hätte auf jeden Fall gedacht, dass er das halt schafft und mir geht es jetzt nicht darum, oh, ich möchte besser sein als Fritz oder die Tour schneller laufen als Fritz, weil ich ihn halt gefragt habe, wie lange hast du gebraucht, sondern für mich ist das einfach eine Motivation, weil ich weiß, der hat einfach Bock auf Herausforderungen, irgendwas Krasses durchzuziehen und deshalb dachte ich so, ja krass, wenn er es nicht schafft, dann scheint das ja eine Herausforderung zu sein. Nebenbei habe ich dann mitbekommen, dass es scheinbar auch solche richtigen Events gibt, wo es darum geht, in unter 24 Stunden 100 Kilometer zu Fuß zu gehen. Habe ich mir aber alles mit Absicht nicht im Detail angeschaut, weil ich will diesen Sprung ins Ungewisse. So, wie mache ich das Ganze jetzt? Also, ich habe mir eine Route überlegt, die zeige ich euch gleich. Hab meine Smartwatch dabei, die das Ganze dann über GPS trackt, wo ich dann sehe, wann ich die 100 Kilometer voll habe. Ich habe mit Absicht, bin ich nicht leicht unterwegs, sondern ich werde mir hier meinen dicken Rucksack packen, weil wenn schon, denn schon. Und ich habe mir ausgerechnet, wie viel Kalorien ich so in etwa verbrauche. Und das sind so plus minus 10.000 Kalorien. Und deshalb war ich jetzt einkaufen, das zeige ich euch mal kurz, damit ich da eben auch entsprechend auf der Tour versorgt bin. So, das sind so roundabout 10.000 Kalorien. Ansonsten habe ich natürlich Wasser dabei, aber da ich jetzt hier nicht 10 Liter Wasser mit mir rumschleppen kann, habe ich mir noch was gekauft, was gerade eben noch zum Glück mit der Post ankam. Zeige ich euch. Und zwar, ich muss gleich noch auspacken, ist so eine Flasche, die Wasser filtert. Das heißt, wenn ich irgendwie zum Bach komme, zum Fluss, wie auch immer, kann ich da das Wasser filtern. Das tötet Bakterien oder filtert raus Bakterien, irgendwelche Viren und so weiter. Ich hoffe mal, dass das klappt, aber ja, werden wir ausprobieren. Was gilt bei der ganzen Sache? Wie gesagt, 100 Kilometer in unter 24 Stunden. Und für mich gilt nur, entweder schaffe ich es oder ich kriege einen Kreislaufzusammenbruch. Ein Mittelding geht nicht. Und falls, ich schätze mal, es irgendwie zu Blasen kommt, habe ich mir hier so Blasenpflaster gekauft und ich werde noch Schlappen mitnehmen, die dann quasi, wenn gar nichts mehr geht und die Füße bluten, ich habe keine Ahnung, wie gesagt, was mich erwartet, dann ziehe ich die Schlappen an, um es irgendwie noch zu schaffen. Also, ich zeige euch jetzt mal die Route, dann packen wir den Rucksack, ich zeige euch das Gewicht vom Rucksack und dann geht's halt los. Wir haben jetzt 20 vor 3, um 12 Uhr geht's los. Ja, also.
Bei der Route habe ich es mir recht einfach gemacht, denn so kann ich mich nicht verlaufen. Im tiefen Hunsrück gibt es einen Radweg namens Schinderhannes-Radweg und das ist eine alte Eisenbahnlinie, die quasi als Radweg umfunktioniert wurde. Geht einfach nur geradeaus, keine Abzweigung und so weiter und den laufe ich dann von Emmelshausen nach Simmern, von Simmern wieder zurück nach Emmelshausen und so weiter, bis ich eben die 100 Kilometer voll habe. Eine Strecke von Emmelshausen nach Simmern hat knapp 40 Kilometer. Hier sind meine ganzen Kalorienbomben drin. Also ich habe erst den Riegel geholt, Nüsse, dann noch so Magnesium, hochdosierte Dinge aus der Apotheke wegen Krämpfen und so, damit das nicht passiert. Dann habe ich hier noch ein paar Socken dabei und hier so Funktionshemden für drunter, falls das andere nass ist. Ich hole außerdem noch eine Ersatzhose mit, falls es regnet. Aktuell schneit es ja draußen. Und hier drin ist dann schon mal das Wasser und das Teil, um Wasser zu filtern. Ja, dann kommt da jetzt gleich noch ein bisschen Video-Equipment rein. Hier habe ich die Blasenpflaster drin, falls ich die brauche. Ja, also ich packe das jetzt mal zu Ende und dann wiegen wir das Ganze. Ach klar, hier sowas wie Powerbank ist natürlich noch super wichtig für Handy, für meine Smartwatch, damit ich da zwischendurch laden kann. So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Also, 11,8 Kilo. Da ist jetzt noch kein Video-Equipment drin, das kommt noch dazu. Also schätze ich, bin ich nachher bei ungefähr 14 Kilo. So, es hat begonnen. Wie ihr gerade eben vielleicht auf der Uhr gesehen habt, als ich die Wanderung gestartet habe, ist bereits 5:15. Das hatte den Grund, dass sich gestern alles so lange noch in die Länge gezogen hat, aufgrund des Introfilms, dann noch meine Kids und so weiter, dass 22 Uhr war, als ich mit allem fertig war. Da ist mir aufgefallen, ja, jetzt gar kein Schlaf mehr, nachdem ich den ganzen Tag wach war. Das ist einfach too much und deshalb habe ich mich entschieden, einfach bis um 4.30 Uhr zu schlafen und dann loszugehen. Es sind ja trotzdem dann 24 Stunden, es ist dann eben nicht von 0 Uhr bis 0 Uhr, sondern von jetzt 4:05, als ich gestartet bin, bis 4:05. Ja, genau. Also, wir gehen jetzt mal hier durch die Dunkelheit. Es sind -2 Grad. Es ist leicht am Schneien. Sagen, ich melde mich so bei den ersten 10 Kilometern, wie es mir da geht. Also, let's go. Um mich rum ist jetzt erst ein paar Kilometer gegangen. Hört ihr das? Riesige Rotte Wildschweine. Ich habe gerade so in den Wald reingeguckt mit der Lampe und sehe einfach nur so, keine Ahnung wie viele Augen, die am Reflektieren waren, auf der linken und rechten Seite. Sowas erlebt man auch nicht, wenn man zu spät aufsteht. Aber wir haben erst Kilometer, ich weiß es nicht. Hört ihr das, wie laut die sind? Ich glaube, wir haben noch nicht mal einen Kilometer. Ja. Nein, wir haben die 10 Kilometer noch nicht voll, aber gerade auch noch mal ein geiles Erlebnis gehabt. Und zwar gucke ich so nach links und neben mir ist so eine Böschung. Das heißt, ich konnte so diese Retten vom Baum sehen und denke so, hey, was ist das? Was ist das da? Was ist das? Hat sich in den Bäumen, ist aber ein komischer Baum. Dann habe ich gecheckt, nee, ist einfach ein Reh, was mich beobachtet hat. Und also auch direkt neben mir, aber ich habe halt nur die schwarzen Umrisse am langsam, ja, ein bisschen heller werdenden Himmel gesehen. Auch mega geiles Erlebnis. Und wir machen jetzt mal weiter, dass wir mal die 10 Kilometer voll kriegen. So, wir haben jetzt ziemlich genau die 10 Kilometer voll. Ich bin seit einer Stunde 47 unterwegs. Und wer rechnen kann, merkt, fuck, das wird eine knappe Nummer. Zu Fuß gehen ist im Vergleich zum Fahrradfahren ganz schön langsam. Und ehrlich gesagt hatte ich keine Ahnung, was meine Schrittgeschwindigkeit ist. Ich meine, ich habe den dicken Rucksack dabei, es geht berghoch. Aber ich hätte so gedacht, dass ich so an den, weiß ich nicht, 10 km/h kratze. Aber scheinbar sind es nur so um die 5. Ja, ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall hier drunter, was ich hier drunter trage, unter der Jacke, ob trotz der Minusgrade alles schon nass geschwitzt. Es wird eine Nummer, es wird spannend. Aber ich wollte eine Herausforderung. Bin gespannt, wie es weitergeht. So, wir sind jetzt bei Kilometer 16,95 und es ist Zeit für die erste Essens-Trinkpause. Und ich muss mal meine Füße checken. Ich merke nämlich, dass beide Füße
eine dicke Blase drunter bekommen. Ja, da entwickelt sich was. Aber noch im grünen Bereich, deshalb wechsle ich jetzt zu trockenen Socken. Da ich erst 3 Stunden rum habe und glaube, dass ich nicht genug paar Socken dabei habe, habe ich jetzt mal hier die nassen Socken hinten dran gebunden, damit die trocknen können. Ist eklig, aber wird mir wahrscheinlich hier den ganzen Marsch retten. Der eine oder andere denkt vielleicht, boah, ist das nicht langweilig, jetzt einfach so die ganze Zeit durch die Gegend zu laufen. Nein, ist es nicht. Es war natürlich was anderes, als wenn ich jetzt irgendwie mit meinem Bike irgendwie durch die Gegend springe, Action und so weiter. Aber das Geile ist einfach das Naturerlebnis, dann, dass man im Hier und Jetzt sich befindet. Ich habe mein Handy auf nicht stören, man läuft einfach, ist schön monoton und ist dennoch eine Herausforderung. Ja, wie auch bei langen Autofahrten kann man natürlich die Zeit auch nutzen. Und mit Nutzen meine ich, dass ich eine ganz coole Kooperation habe mit einer meiner Lieblings-Apps, also die ich auch privat nutze, und zwar Blinkist. Da kann man ja ein bisschen was für seine Allgemeinbildung tun. Und wie das genau abläuft, zeige ich euch jetzt in dieser kurzen Vorstellung, die ich schon vor der Tour abgedreht habe, weil ich mir dachte, das kostet mir alles zu viel Zeit, wenn ich da jetzt irgendwie anhalte und die App auf der Tour erkläre. Ich selbst nutze die App Blinkist jetzt seit etwa 2 Jahren privat, einfach weil mir durch meine Kids, durch Beruf und so weiter die Zeit fehlt, mich mal hinzusetzen, ein Buch zu lesen. Hier habe ich aus über 3000 Sachbüchern die Möglichkeit, mir die wichtigen Kernaussagen anzuhören. Ihr seht hier schon die Kategorien. Das, was euch interessiert, klickt ihr einfach an. Jeden Monat kommen da auch neue Kernaussagen hinzu und die sind meistens so, ja, 15 Minuten lang, mal mehr, mal weniger, und ich zeige euch mal, wie das hier aussieht. Ich klicke jetzt einfach mal beliebig ein Buch an. Hier, das in dem Fall würde jetzt 25 Minuten dauern. Man sieht, um was geht's, für wen lohnt sich der Titel, und dann hier die Kernaussagen kann man sich dann hier als Titel anhören oder eben durchlesen. Und ich zeige euch jetzt noch 2 Titel, die ich besonders, ja, lesenswert, hörenswert halte. Also es ist zum einen die Befreiung vom Überfluss und aus kontrolliertem Raubbau. Da geht es ja einfach so ein bisschen um unser ganzes Konsumverhalten, Klima und so weiter. Fand ich beides sehr interessant, kann ich euch empfehlen. Und es gibt aktuell mit dem Link, den ihr gerade eingeblendet seht, beziehungsweise in der Videobeschreibung, 25% Rabatt auf die Premium-Version für ein ganzes Jahr. Und die ersten 7 Tage könnt ihr das Ganze sogar kostenlos testen und dann entscheiden, ob ihr das gesamte Paket möchtet. Fuck, ey. Wir sind jetzt bei Kilometer 18,2. Und ich habe gerade in diesem Moment, kurz bevor ich die Kamera angemacht habe, gemerkt, wie die erste Blase genau am Fuß, also unterm Fuß, geplatzt ist. Und das wird auf jeden Fall ein Spaß, sage ich euch. Wenn sich das gleich alles so abzieht, den nächsten Kilometern, oh Mann, ey. So, ich wollte mir gerade hier die Blasenpflaster drauf machen. Habe ich noch nie gemacht, sowas. Und hier steht Traut, die Haut vor der Anwendung säubern und trocknen. Berühren Sie nicht die Klebefläche des Pflasters. Das Pflaster erst entfernen, wenn es beginnt, sich von selbst zu lösen. Kann mehrere Tage haften. Jetzt stelle ich mir die Frage, weil ich mal eine Blutvergiftung in den USA nach einem Bikesturz hatte, wo auch ein Pflaster drauf war für ein paar Tage. Infektion und so. Weil wenn das da jetzt drauf haftet und ich laufe jetzt hier noch 80 Kilometer und es schwitzt und so weiter, ist es, glaube ich, besser, wenn ich es erstmal alles offen lasse, weil ich habe kein Desinfektionszeug oder so dabei. Kann auch gerade völliger Bullshit sein bei den Gedanken, die ich mir mache, aber aufgrund damals mit der Blutvergiftung, die ich hatte, lasse ich das erstmal und laufe erstmal so weiter und gucke, wie lange das gut geht. Hier an der Nummer sieht man ganz eindeutig, dass nach, ja, noch nicht mal 20 Kilometern, man sieht, dass mein Körper nicht auf zu Fuß gehen ausgelegt ist. Also mit dem Fahrrad, keine Ahnung, 240 Kilometer da bei der Tour mit dem Felix, dem Adventure Buddy, nach Buxtehude an einem Tag mit dem Fahrrad, war körperlich für mich kein Problem. Und da hatte ich halt, also klar, tun einem dann auch irgendwie was vom Sattel weh und so weiter. Aber dass jetzt hier schon nach 20 Kilometern irgendwie mein Körper sagt, ey, hier, da so empfindliche Haut und da ist jetzt mal so ein Bläschen schon mal am Start, weil da keine Hornhaut ist, ist halt schon ein bisschen traurig. Aber
es geht weiter. So, Status-Update. Und zwar bin ich jetzt bei Kilometer 29. Und ich lasse euch einfach mal teilhaben, dass ihr wisst, was hier gerade abgeht. Also, Ausdauer und so weiter, alles kein Problem. Aber die beiden Blasen unter den Füßen, jeder Schritt merke ich auf jeden Fall. Und was ganz komisch ist, vom Fahrradfahren bin ich ja immer gewöhnt, dass die Beine quasi hier die Bewegung machen, so komplett durch. Und beim Gehen ist immer nur hier die Bewegung. Und dadurch habe ich quasi hier hinten mittlerweile dermaßen Schmerzen. Also wie so, ich weiß auch nicht, fühlt sich an wie so Stelzen. Also nicht jetzt irgendwie, wie soll ich das beschreiben? Keine Krämpfe oder so, sondern einfach so, es fühlt sich total verkrampft an. Keine Ahnung, wahrscheinlich bin ich einfach diese Bewegung nicht gewöhnt. Ich muss aber auch sagen, dass ich jetzt seit 5 Stunden 40 ohne große Pause gehe. Also die einzigen Pausen, die ich gemacht habe, Pinkelpausen, dann eben mal die Riegel und hier Wasser rausgeholt, was ich eben auch gezeigt hatte im Video. Und das war's. Also ich habe noch keine 2 Minuten irgendwo gehockt. Ich probiere das jetzt mal aus. Bleib jetzt hier mal 3 Minuten oder so sitzen. Aber ey, das wird eine Nummer. Also ich habe nach wie vor ultra Bock. Und ich wollte die Herausforderung, die bekomme ich jetzt hier. Weil 70 Kilometer bzw. ja, 71 Kilometer liegen noch vor mir. Und ich bin gespannt, ob ich das von der Zeit her schaffe. Und ja, was der Körper sonst noch für Wehwehchen bekommt, sag ich mal. Ne? Bin gespannt. Schaut mal bitte, wie ich gehe. Ich weiß nicht, ob das so ersichtlich ist auf dem Video, aber jeder Schritt ist mittlerweile Schmerzen. Schmerzen, Schmerzen. Also hinten dieses, was ich eben bei der Pause angesprochen hatte. Ich versuche jetzt quasi nicht so aufrecht zu gehen, sondern mehr so wippend, weil ich irgendwie merke, dass das auf irgendeine komische Art und Weise den Schmerz ein bisschen lindert. Kämpfen und irgendwie was im Kopf umlegen heißt so, keine Ahnung, ich muss gerade einen Weg finden, irgendwie in den Schmerz reinzulaufen. Irgendwie so, dass ich nicht die ganze Zeit denke, aua, 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 sondern let's go, bam, weiter. Weiß nicht, wie ich es gerade anders beschreiben soll, aber irgendwie am Ende ist es ja, natürlich muss der Körper mitspielen, aber am Ende ist sowas natürlich auch ganz viel mental. Und das versuche ich jetzt gerade mal, um nicht irgendwie so in Trance zu laufen, keine Ahnung. Irgendwie wird das schon funktionieren. Also das hier ist mittlerweile auf jeden Fall ein mentaler Kampf. Also um euch das so ein bisschen zu beschreiben, bei jedem Schritt fühlt sich das so an, wie wenn jemand hinten in die jeweilige Kniekehle reinsticht. Und ich versuche einfach das Bein maximalst nur anzuwinkeln. Also wirklich wie auf so Stelzen, einfach immer vorwärts, vorwärts. Und halt ab und an versuche ich halt dieses Wippen dabei. Ja, ich will einfach nicht aufgeben, ich will das schaffen. Und habe aber noch nicht hundertprozentig den Schalter gefunden, den Schmerz komplett auszublenden. So, ich habe jetzt mal den Jess kontaktiert. Der ist Akrobat und Fitnesstrainer. Und der hat mir in der einen Sprachnachricht gesagt, so ja, die Muskeln machen zu, weil sie die Belastung, diese Gehbewegungen auf Dauer nicht gewöhnt sind, weil ich halt Radfahrer bin. Und was er mir jetzt geraten hat, ist halt dehnen. Richtig dehnen, jede Stunde. Ich bin mal gekürzt. Ich habe nämlich das Gefühl auch, dass meine Muskeln so richtig verkürzt sind, so durch das Gehen. Das werde ich jetzt mal ausprobieren, ob ich noch wie sonst im Normalzustand mit den Händen flach auf den Boden komme. Oder ob das hier jetzt nach den, ich glaube, 7 Stunden oder so sind es jetzt gerade aktuell nonstop laufen, das irgendwie schon verkürzt ist. Mal gucken. Und massieren, meinte Jess, soll ich. Mal gucken, ob das alles was bringt. Oder zumindest so ein bisschen Linderung schafft, weil ich muss auf jeden Fall das Tempo wieder erhöhen. Ich bin aktuell sehr langsam.
Also normalerweise komme ich mit den Händen auf den Boden. Da geht gerade gar nichts, krass. So, ich bin jetzt bei Kilometer 36, hab jetzt gedehnt, das war auf jeden Fall ganz gut, aber Schmerz immer noch da. Kilometer 45, Jess hat mir gerade geschrieben, dass ich ihn mal anrufen soll, dass er versucht mir irgendwie zu helfen. Das mache ich jetzt mal. ja, ich bin bei Kilometer 45. Und es wird nicht besser, eher schlimmer, ne? Ja, auf jeden Fall. Vor allem bin ich so langsam, dass mir klar ist, dass das eine sehr knappe Kiste wird, also mit den 24 Stunden. Also auch wenn ich jetzt weiter durchlaufe halt. Einfach nur, dass du einmal gleich so hart es geht, deinen ganzen Unterkörper anspannst. Also deine, was heißt so hart es geht, so eine 8 von 10. Also jetzt nicht völlig krank, dass du... Ja. So. Und dann musst du ganz locker lassen und dich entspannen. Wirklich komplett locker, so als ob wirklich dich darauf konzentrieren, dass deine Muskeln super entspannt sind. Das machen wir dreimal. Und dann stehen wir auf, beziehungsweise dann stehst du auf, gehst ein paar Schritte und dann schauen wir mal, ob das schon ein bisschen hilft. Okay. Ja, das ist progressive Muskelentspannung, das ist eine Art davon. Kann helfen, muss nicht, müssen wir sehen, ob das klappt. Ja, wir müssen jetzt einfach ein, zwei Sachen ausprobieren. Okay, alles klar. Okay, und anspannen. Richtig hart anspannen, 10 Sekunden halten. Und komplett locker lassen, die Beine komplett locker, die Muskulatur. Und schau mal, ob sich irgendwas getan hat oder nicht. Ja. Na, die Kniekehlen sind das Riesenproblem. Jeder Schritt ist quasi, wie wenn mir jemand so in die Kniekehlen hinten ein Messer reinhaut. Was du an sich machen wirst, du wirst deine Zehen anziehen, soweit es geht, zu dir. Ja. Deine Kniekehlen wirklich auf den Boden flach, wirklich auf den Boden flach packen. Kann sein, dass du nicht so weit kommst wie ich, ne, dass du halt hier hinten bist. So. Ja. Auch in der Theorie ist es, dass du 10 Wiederholungen machst. Das heißt, du gehst da rein in die Dehnung, bei der 10. Wiederholung 10 Sekunden entspannen. Ich fühle mich wie so ein Opa, ey. Das ist saukrass. Ich versuche gerade das Bein einfach nur zu strecken und das ist schon Todesschmerz. Kannst du die Kamera von mir irgendwie so hinstellen? Warte, ich mach mal einfach die GoPro gerade aus. So, ich hatte gerade hier das Video unterbrochen. Jess hat mir gerade hier Dehnung gezeigt und jetzt sollte ich gerade aufstehen, aber es geht sehr schwer. Also ich muss wirklich hier Hand holen, das Bein. Das linke Bein ist auch deutlich krasser, also vom Schmerz. Ja, da ist so ein bisschen Entspannung, aber ist immer noch Schmerz und alles steif wie so Stelzen. So, wir haben jetzt alle den Dinger Mopeds einmal durch, aber es hilft nichts. Nee, das ist auf jeden Fall, das ist komplett zu, die Muskulatur. Du warst halt, sagen wir mal so, du warst halt nicht darauf vorbereitet, 100 Kilometer am Stück zu gehen. Dementsprechend Schmerztabletten, das Einzige, wenn du dich damit zupumpst, aber hast eh nicht dabei und ist jetzt auch nicht das Geilste. Also es ist einfach eine mentale Challenge, wie weit du noch kommst. War ein Versuch wert und danke dir. Und ja, ich halte dich auf dem Laufenden. Yes, yes. Das Geile ist, ich habe Blasen, so eine offene Blase seit Kilometer 18. Die spüre ich schon ewig nicht mehr. Ja, hilft alles nichts. Weiter geht's. Und was Jess meinte hier, Schmerztabletten habe ich eh nicht dabei und käme auch für mich nicht in Frage. Wenn ich jetzt hier irgendwelche Schmerztabletten mir schmeißen würde, dann wäre das nicht ich. Und ich wollte diese Herausforderung und bevor ich Schmerztabletten schmeiße, würde ich die Sache einfach abbrechen und als Niederlage ansehen. Aber ich gehe jetzt einfach mal weiter in Schneckengeschwindigkeit. Und Jess hat schon recht, wird jetzt ein mentales Ding. Und ich schaue einfach, wie weit es geht. Also bald haben wir die Hälfte, 5 Kilometer noch, dann haben wir 50 voll und let's go. Die 50 sind voll. Das heißt, alles, was ich jetzt gehe, ist quasi Richtung Ziellinie. Also ich bin jetzt 10 Stunden 13 unterwegs. Bisher. Also nochmal mindestens genauso lange. Ja, let's go. Kurze Trinkpause sei mir aber gegönnt.
Wenn ich mich jetzt hier noch irgendwie... Ich muss sagen, Pausen tun mir nie gut. Da fährt der Körper immer zu krass runter. Junge, Junge, ich hätte nicht, hab das krass unterschätzt. Also ich habe echt gar nichts, außer diese krassen Kniekehlenschmerzen. Die Blasen sind scheißegal gerade. Also merke ich echt ewig nicht mehr, weil das die ganze Zeit von den Kniekehlen gedingst wird. Und ja, ob noch irgendwas dazukommt, ob ich das zeitlich schaffe, ob ich irgendwann keinen Bock mehr habe. Ich bin sehr gespannt. Also auf die nächsten 50 Kilometer und mindestens 10 irgendwas Stunden. Gerade Nachricht aus der Heimat von einer meiner Töchter. Motiviert mich gerade mega krass. Ich spiel's mal ab. Was hast du gesagt? Du schaffst das. Und, was wolltest du noch sagen? Das motiviert auf jeden Fall. Seit Kilometer 50 geht es einfach nur noch bergauf. Die ganze Zeit. Ich bin dem Wahnsinn nah. Wirklich, ich will das unbedingt. So, wir haben mittlerweile 11 Stunden 53 rum und 55,1 Kilometer. Ich habe jetzt ein anderes Problem. Und zwar leer. Und ich brauche irgendeinen Bach, irgendwas, um meine Filterflasche da zu benutzen. Bin ich mal gespannt, wann da was kommt. So, es geht weiter ab Kilometer 55 und jetzt kommt die Kälte. Also heute den ganzen Tag war ja, ne, also heute Morgen Minusgrade gestartet. Ich glaube, es war mal kurz über Null. Und jetzt merke ich, dass wieder ordentlich kalt wird. Die Pause hat jetzt auch keinen positiven Impact gehabt. Jetzt ist mein Körper schon kalt und meine Beine sind richtig mies dran. Alter. Ich habe die ganze Zeit nach jemandem gesucht, der vor sich hin krüppelt. Alter. Krass. Bringst du mir tatsächlich jetzt einfach trinken und so? Ja. Krass. Boah, gehst du jetzt so richtig so romantisch neben mir her? Ja, ein bisschen. Also. Krass. Ich hab Brot dabei. Brot hast du dabei. Weil du hast nur Süßkram dabei, gell? Ja, also so ein, also nicht mehr Süßkram, also so Riegel und so, aber ich kann das nicht. Also es ist schon Würgereflex am Start auf jeden Fall. So, ist gerade was passiert, was mich unfassbar demotiviert. Und zwar mache ich das ja alles hier mit meiner Apple Watch. Und die muss ich halt bei so langen Strecken wie auch bei den Gravel-Touren, da hat man es auch im Video gesehen, halt immer hier an der Akkubank laden. Und ich hatte die hier an der Seite und habe nicht gesehen, dass die runtergerutscht war, weil die hier so komisch geklemmt hat. Fakt ist gerade, dass die ausgegangen ist. Und das heißt, ich habe die ganze GPS-Dingens nicht an einem Stück drauf. Also wenn die jetzt irgendwann wieder angeht, dann ist das unterbrochen und das demotiviert mich gerade saukrass. Ich mache jetzt auf dem Handy das an, aber... Alter, ey. Genau da ist komplett einfach hin. Ja, wenn du nicht abrollst. Falsche Schuhe. Liz meint, dass ich die falschen Schuhe anhabe, aber das sind meine... Ja, der rollt null ab mit den Füßen. Du läufst wie so ein Elefant. Also der Muskel ist völlig verhärtet. Liz war auch schon dabei, als ich mehrere Male in 24 Stunden Downhill-Rennen gefahren bin. Würdest du sagen, dass jetzt der Zustand beschissener ist bei mir? Mm-mm. 24 Stunden Rennen hast du richtig ekelhaft gestunken. Oh wow. Okay, danke schön. Und ich hatte eine Bindehautentzündung. Ja, und ich muss noch 10 Stunden alleine mit dem Auto Ich musste noch 10 Stunden alleine mit dem Auto zurückfahren, weil du einfach geschlafen hast. In Semmering war das damals. Vielleicht kennt jemand noch das Rennen, wenn das Video hier überhaupt irgendein Mountainbiker guckt. Es
Geile ist, ich wusste wirklich nicht, dass sie kommt. Sie kennt meine Route und hat so perfekt gepasst mit dem, dass ich kein Wasser mehr hatte und gerade, wie heißt das jetzt, sogar gefragt, ob sie meinen Rucksack tragen soll. Wollte ich aber nicht, weil das zählt dann irgendwie nicht. Einfach Hammer für den Support. Lizzie, ich liebe dich. Hammer. Wir sind seit 2008 zusammen und es gab nichts, wo sie mich nicht unterstützt hat, egal wie bescheuert die Idee war. Einfach Hammer. Hier, die Uhr läuft auch wieder, dank Akkubank. Ich muss es nur so tragen wie so ein rohes Ei, damit die mal wieder einen gewissen Grundakku hat. Keine Ahnung wie, aber ich bin jetzt bei Kilometer 65. Riesenprobleme hier mit dem linken Bein. Ist mittlerweile so zu, dass es schon ins Knie reinzieht. Boah, ich muss gerade mal überlegen, wie hier das Ganze weitergeht. So, ich habe gerade entschieden, das Ganze abzubrechen. Mega enttäuscht. Ich weiß, dass ich gekämpft habe seit Kilometer 18, 20, weiß nicht mehr. Aber es macht einfach keinen Sinn. Im linken Bein, das ist mittlerweile so zu, dass der Schmerz in das Knie reinzieht und ich hab da einfach gerade keinen Bock mehr drauf. Ich habe keinen Bock da drauf, die nächsten zwei Wochen oder was da irgendwie Entzündung oder was auch immer zu sein. Sollen aber alles keine Ausreden sein. Ich habe es einfach nicht geschafft und war trotzdem mega, mega geil. Ich warte jetzt mal darauf, dass Liz mich abholt und dann zeige ich euch gleich mal meine vermutlich komplett aufgeweichten Füße und alles und Resümee und haut mich tot. Das ist krass, wie der Körper jetzt einfach abbaut, nur weil er weiß, es ist over. Also muss ich nicht mehr zusammenreißen. Ja, ich habe gerade das Gefühl hier, die Beine, dass ich überhaupt nicht aufstehen kann. Also sorry, falls das irgendwie rumheulen rüberkommt, aber es ist krass. Also hatte ich noch nie, die Beine sind einfach dicht, also komplett dicht. So, heute ist der dritte Tag nach dieser Marschaktion und ich wollte euch jetzt einfach mal sagen, wie es mir geht nach der ganzen Sache, was so meine Gedanken zu dem Projekt, zu der Aktion sind. Also, ich kann immer noch nicht richtig laufen. Es handelt sich nicht um einen Muskelkater. Also ich habe nach der ganzen Sache weder am Oberkörper vom Rucksack oder in den Oberschenkeln, Waden oder sonst wie irgendwelche irgendeinen Muskelkater gehabt, sondern bei mir scheint in den Kniekehlen ein Nervbänder entzündet zu sein, keine Ahnung. Es ist so, dass da ja immer noch dieser krasse Kniekehlenschmerz ist. Ich kann die Beine immer noch nicht komplett durchstrecken. Ich bin da schon mit einer Massagepistole drumherum gegangen und da habe ich dann auch gemerkt, so ey, es hat gar nichts mit den Muskeln zu tun. Wenn sonst irgendwie nach einer sportlichen Leistung man dann irgendwie die Faszien oder so auflockert mit einer Blackroll oder mit einer Massagepistole, dann merkt man ja immer diese Verhärtung und dass es da wehtut und so. Bei keinem Muskel ist es, es geht einfach nur um diese Kniekehlen-Schmerzen. Ich habe mal so ein bisschen im Internet geschaut, angeblich könnte das ein Schienbeinnerv sein, weil wenn der irgendwie gereizt ist durch viel Laufen gehen, dann schmerzt das in den Kniekehlen. Weiß aber nicht, war jetzt nicht beim Arzt oder so. Es wird jetzt einfach besser in den nächsten Tagen und alles normalisiert sich halt. Auf jeden Fall hat mich da mein Ehrgeiz hingetrieben. Ich war, als ich da so auf die Zähne gebissen habe und gesagt habe, so, ich will das unbedingt schaffen, ich war wirklich der festen Überzeugung, dass wenn ich es bis 80, 90 Kilometer schaffe mit diesen Schmerzen und wenn es dann nicht weitergeht, dass ich einfach den Rest krieche. Ich hatte mir schon vorgestellt, wie ich in meiner Outdoor-Hose, da gibt es nämlich so Einlässe für Knieschoner, die da aber nicht drin sind, dass ich mir da irgendwie so T-Shirt, Socken irgendwie reinstecke und dann einfach weiter krieche. Ich war komplett besessen einfach. Wie gesagt, ich wollte eine Herausforderung. Wir machen halt einfach solche mentalen, körperlichen Herausforderungen mega Spaß, weil am Ende lernt man daraus immer was. Man wächst bei sowas. Ich werde das auch auf jeden Fall nochmal machen. Ich weiß nicht, wann ich es mache, weil es ist natürlich jetzt erstmal nervig, dass ich aktuell
nicht biken kann, ich kann nicht mit den Hunden raus. Der Alltag ist so eingeschränkt halt. Und da ist jetzt so, da habe ich jetzt in 2 Wochen nicht nochmal Bock drauf. Also wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen Zeit vergehen, ob das irgendwie an den... Liz meint ja, dass meine Outdoor-Schuhe einfach nicht auf solche weiten Wege ausgelegt sind, weil die einfach zu hart sind, zu steif, zu unbeweglich. Und ich werde beim nächsten Mal auf jeden Fall andere Schuhe anziehen. Ja, aber war trotzdem eine Erfahrung. Und wie gesagt, ich habe da noch eine Rechnung offen. Und dann das Ganze nochmal angehen. Ihr könnt auch gerne mal euer Feedback da lassen, falls ihr sowas schon mal gemacht habt. Ich werde mir jetzt immer noch keine Videos dazu anschauen oder Infos zu diesen 100-Kilometer-Events durchlesen, weil ich es ja eben erst noch schaffen will, ohne diese ganzen Zusatzinfos. Aber ihr könnt ja einfach mal in die Kommentare schreiben, habt ihr schon mal gemacht, was war eure weitesten Kilometer und so weiter. Also, wir sehen uns beim nächsten Video, dann wahrscheinlich wieder auf dem Bike, aber die ein oder andere Outdoor-Aktion wird auch in diesem Jahr wieder ohne Fahrrad stattfinden. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, bis dann, tschö, tschö. Falls euch das Video gefallen hat, dann zeigt das noch mit dem Daumen nach oben. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Da geht es zu meinem Bekleidungslabel Scrap Gear, Bikewear, Streetwear, alles am Start. Falls ihr Metalmusik mögt, dann checkt meine Band aus. Hier unten Instagram, Facebook, alles am Start. Schnelle 20 Sekunden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, tschüss.